Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwarz sehen. Diesmal über ein Thema, über das nicht zu spaßen ist. Es ist sehr ernst und breitet sich momentan mehr aus als das Coronavirus und endet meistens nach 7 Tagen des bitteren Leidens. Die Rede ist vom Männerschnupfen. Und wie ihr anhand meiner Stimme vernehmen könnt, mich hat's erwischt und trotzdem stehe ich hier mit wackeligen Beinen in meinem Aufnahmestudio und nehme mit zittriger Stimme und tränenden Augen mit der letzten Kraft, die ich aufbringe, hier dieses Video auf, um alle an meinen Leiden teilhaben zu lassen. Denn das ist bei dem Männerschnupfen am wichtigsten zu beachten. Sei bei dem Männerschnupfen kein Mann. Stehe dazu, dass es dir gerade richtig schlecht geht und teile es jedem Diamant mit. Sei eine Pussy und bleib 7 Tage von der Arbeit weg, weil es einem so dreckig geht, dass man die restliche Zeit, die einem noch bleibt, lieber für die Champions League Abende im Fernsehen aufbringen sollte. Beklage dich, lass dir das Katzentanzlied vorsingen und mit Chinaöl die Brust einreiben lassen. Stöhn immer wieder aufgrund der Gliederschmerzen auf, sodass die Nachbarn meinen, du veranstaltest wieder eine Orgie. Lass deine Wohnung mit Taschentüchern voll tapezieren. Lass dir auch gerne eine Suppe zubereiten, aber schick deine Frau ja nicht zu häufig in die Küche, sonst mach diese kurzen Prozess und erlöst dich von deinen Qualen mit einem beherzten "Ich ramm dir das Küchenmesser in deinen Kopf, um endlich Ruhe zu haben." Fakt ist, nach dem Valentinstag habe ich leider eine nächste Hiobsbotschaft für alle Singles zu vermelden. Du brauchst eine Frau, die sich liebevoll um dich kümmert. Männerschnupfen ohne Frau ist rein logisch leider nicht möglich. Also, falls du da draußen jetzt ganz heiß drauf bist, mich mit Kamillentee und Hustensaft voll zu pumpen, dann melde dich doch bei mir per Direct Message auf Instagram oder Twitter. Ein Männerschnupfen ist eine echte Belastungsprobe. Ich könnte diesem Video so einen Clickbait-Titel wie "Mein letztes Video, der Männerschnupfen bringt mich um" verpassen, aber wer braucht schon Clickbait, wenn fast 200 Leute ein Video über Nudelwasser anschauen? Deswegen hier kurz mein kleines Dankeschön an meine treue Community. Zurück aber zu dem Thema. Männer erleiden bei einem Männerschnupfen wesentlich stärkere Schmerzen als Frauen bei einer Geburt. Das ist wissenschaftlich laut Donald Trump erwiesen. Der wird selbst aus dem größten Superhelden ein kleiner Junge, der zu schwach ist, um die vollgerotzten Taschentücher vor dem Sofa aufzusammeln. Ich glaube, mit den Geräuschen, die meine Bronchien gerade von sich geben, könnte ich mit Walen kommunizieren. Schlimmer als der Stau auf der Autobahn ist der Stau in der Nase. Ich habe schon längst meinen rechten Oberschenkelknochen, die Leber, 2 Rippen und die linke Gehirnhälfte aus der Nase gedrückt. Das geht echt nicht gut aus. Solange nicht endgültig geklärt ist, warum die Dinosaurier gestorben sind, darf die Männergrippe nicht verharmlost werden. Wenn sich in der Nähe nicht irgendwo ein Meister versteckt, ist es um mich geschehen. Der Priester, den ich für die letzte Salbung bestellt habe, und der Chronist, dem ich meine letzten Worte diktiere, sehen das genauso. Ich bin wirklich viel zu krank, um dieses Video sinnvoll auszuführen und gebe daher lieber weiter an meine Meinungsbürger-Kollegin Vanonym. Hi Leute, hallo erstmal. Also falls ihr mich noch nicht kennt, ich bin Vanonym und ich wurde von ungeschminkter Blackscreen darum gebeten, die Sache mit dem Männerschnupfen mal kurz aus der Sicht einer Frau zu schildern. Dazu muss man sagen, mein eigener Freund ist nur sehr selten krank. Und wenn, dann sehe ich ihn meistens nicht, weil wir eine Fernbeziehung führen. Aber an einmal erinnere ich mich, wo mein Freund bei mir war und so einen richtig fetten Männerschnupfen hatte. War aber kein Problem für mich, denn ich bin im Gegensatz zu meinem Freund quasi dauererkältet. Und ich habe in meiner Wunderkiste alles, was man dann braucht. Angefangen bei Hustenbonbons bis hin zur Erkältungssalbe. Mit diesen Mitteln habe ich dann versucht, meinen Freund schnellstmöglich wieder gesund zu kriegen. Einmal, um sein Leiden zu beenden, aber hauptsächlich um meiner selbst willen. Weil sein Schnarchen ist furchtbar, wenn er erkältet ist. So hört sich das dann an. Versucht mal bitte bei diesem Krach zu schlafen. Das geht nicht. Und am nächsten Tag beschwert er sich noch bei mir, dass er so schlecht geschlafen hat, weil seine Nase zu war. Junge, was mit mir? Ich habe gar nicht geschlafen, weil du so laut warst. Danke. Und das Sahnehäubchen obendrauf ist dann noch. Dann wird man selber erkältet. Wenn er wieder weg ist und wenn er gesund ist, dann ist man auf einmal selber erkältet. Und wer kümmert sich denn um einen? Ja, man selber. Danke, Männer. Danke.
Danke, Venonym. Schaut gerne bei ihr vorbei und hinterlasst ein Abo, denn ich finde, es braucht wesentlich mehr weibliche Meinungsblogger da draußen. Und Venonym bringt durch ihre ganz eigene frische Art Wind in die Szene. Finde ich super, mach weiter so. Und was gibt's eigentlich so Neues in der Community-Ecke? Schauen wir mal kurz rein. Nämlich der Leon Weiß schreibt, ich habe Hunger. Ja, Leon, da helfe ich dir doch gerne. Und die SG schreibt, danke, dass du meinen Kommentar eingeblendet hast, doch bin weiblich, aber I don't care, dass du mich männlich gemacht hast. Ja, es tut mir wirklich sehr, sehr leid, liebe SG. Ich freue mich natürlich über jeden weiblichen Zuschauer und möchte sie nicht vergraulen. Sorry, dass ich dich männlich gemacht habe, also mach das wie er und stell sowas gerne richtig. In diesem Sinne, Dankeschön für die Aufmerksamkeit und ja, bis zum nächsten Mal, euer ungeschminkter Blackstream. Broadcast yourself, broadcast together.